Wir wollen uns heute mal den Unreal Editor für Fortnite anschauen. Ich habe euch ja kürzlich die Unreal Engine vorgestellt, war da selber ein bisschen überfordert von den vielen Möglichkeiten, die man hat. Ich wusste auch nicht so recht, wo ich anfangen soll. Da gibt es aber natürlich eine Menge Tutorials dazu im Internet. Und heute wollen wir uns mal den Unreal Editor für Fortnite ansehen. Also das setzt die Unreal Engine quasi voraus. Das ist einfach nur ein Editor, etwas, das nochmal aufsetzt auf die Engine. Und damit ist es möglich, eigene Fortnite Level zu entwickeln. Das geht ja auch online. Ich glaube, ich habe euch das auch schon mal hier vorgestellt auf dem Kanal in dieser Serie. Das geht online in der Fortnite Cloud und so wie ich gelesen habe, gibt es einfach hier noch mehr Möglichkeiten zu skripten und ähnliches. Ich glaube, man hat hier noch ein paar Möglichkeiten mehr und es ist auch einfacher für Creator, ihre Inhalte zu veröffentlichen, was ich so in der Presse gelesen habe. Und ich wollte mir das heute einfach mal kurz ansehen nochmal. Der Unreal Editor für Fortnite macht Creators die leistungsstarken Funktionen des Unreal Editor zugänglich, um neue und vielfältige Projekte in Fortnite zu veröffentlichen. Verwende die Links auf der rechten Seite, um unsere Creator Community zu besuchen und mit dem Unreal Editor für Fortnite loszulegen. So, hier finden wir also verschiedene Neuigkeiten, zum Beispiel eine Festungsvorlage. Das finden wir dann wieder im Internet, können wir uns zusätzlich runterladen, alles kostenlos über den Epic Store. Wir klicken aber erstmal auf Fertig und dann finden wir erstmal meine Projekte und hier seht ihr, ich habe schon in Fortnite eine Menge Projekte angelegt, allerdings keins davon ernsthaft. Ich wollte mir das einfach nochmal ansehen. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann bekomme ich den Hinweis, dass wenn ich dieses Projekt konvertiere in ein Projekt für diesen Editor hier, dann kann ich es online leider nicht mehr öffnen. Ja, das könnte ich jetzt trotzdem mal machen, kann es aber auch bleiben lassen. Also wir haben hier Zugriff auf die Projekte, die wir in der Cloud erstellt haben, können, wenn wir die aber einmal umkonvertiert haben, diese dann in der Cloud nicht mehr öffnen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen wichtig zu wissen. Und dann gibt es hier verschiedene Inselvorlagen. Hier werden eben verschiedene Inseln kreiert oder auch leere Welten, einfache Welten. Ja, da gibt es zum Beispiel die Schauplatzinsel Tilted Towers, Greasy Grove, Survival-Insel, wie auch immer man das alles ausspricht, ein Seezentrum, flaches Rasterzentrum. Also hier könnt ihr euch schon mal eine Welt direkt kreieren lassen, eine Hufeiseninsel und da kriegt man dann auch eine Beschreibung hier rechts, um was es geht in dem Projekt. Küsteninsel, eine flache mit Gras bedeckte Insel, die von herrlichen Stränden umgeben ist. Teamauswahl, kein Team, nur du, Team erstellen. Das müssen wir dann auch wieder online machen. Weiß nicht, welchem Prinzip so eine Insel jetzt folgt, welchem Spielprinzip, ob man da schon Waffen hat, ob man sich gegenseitig bekämpfen kann. Wahrscheinlich nicht. Das sind einfach nur die optischen Grundlagen sozusagen, die Level, die schon jemand vorbereitet hat. So, dann gibt es hier noch verschiedene Projekte. Feature-Beispiele sind das. Also hier gibt es zum Beispiel einen Gerätestarter, einen Animationsstarter für Leute, die halt irgendwas animieren möchten oder ein Parkour-Starter, den habe ich mir auch mal runtergeladen, gucken wir uns gleich an. Stronghold, Prop Hunt und dann gibt es zu guter Letzt noch Beispielprojekte, nämlich dieses, könnt ihr euch selber durchlesen und es gibt dazu auch noch eine Menge Hilfe. Und zwar, wenn wir auf erste Schritte klicken, kriegen wir hier einen Hilfemodus angezeigt. Ihre erste Stunde in UEFN. Teilweise sind da interaktive Videokurse verlinkt. Erstellen Sie einzigartige Inseln. Erstellen Sie ein Spiel, Spieltest und Veröffentlichung. Das wird hier alles genau erklärt. Auch wenn wir hier mal draufklicken auf so einen Link. Testen deiner Insel mit Beispielen, Bildern. Das ist also sehr angenehm gemacht. Und wir öffnen jetzt mal dieses Projekt, was ich euch eben gezeigt hatte. Dieses Jump'n'Run-Projekt oder Parkour-Projekt, wie es hier heißt. Öffnen. Dann wird das geladen. Das dauert einen Moment. Und jetzt müsste es dann gleich fertig sein. Ihr seht schon, wir befinden uns hier in einem Parcours-Level in irgendeiner Form. Wir kriegen hier erklärt, was die einzelnen Elemente machen.
oder was die einzelnen Stationen machen. Hier Timer wird erklärt. Wir können uns mit den Pfeiltasten durch das Level bewegen, können mit der rechten Maustaste uns umsehen. Also hier wird grob erklärt, was hier demonstriert wird. Und im Normalfall kann man das dann wahrscheinlich auch starten. Das probiere ich mal. Starte eine Sitzung, um das Spiel zu beginnen. Streaming deaktiviert. Sitzung getrennt. Sitzung starten. Also wir starten eine Sitzung, was auch immer das bedeutet. Sitzung wird geladen. Vermutlich direkt in Fortnite. Ah, das Projekt wird jetzt hochgeladen. Jetzt wird Fortnite gestartet, also ich denke, das ist tatsächlich so eine Art, ja, Offline-Editor für die Fortnite Creators. So, Sitzung wird gestartet. Ich hoffe, das überfordert meinen PC hier alles nicht. Fortnite wird aktualisiert. Bearbeitungssitzung lädt, also ihr braucht eine Menge Geduld, wenn ihr hier einfach nur mal schnell was testen wollt. Wobei, wenn die Sitzung läuft, dann geht das wahrscheinlich auch schneller. Verbindung wird hergestellt. Und jetzt bin ich online. Sitzung wird geladen. Ich kann mich wie gewohnt in Fortnite bewegen. So, ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Ich jetzt auch. Also man muss hier einen Parcours absolvieren, Batterien einsammeln, Sitzung beenden. Und theoretisch können wir das Ganze hier jetzt eben auch bearbeiten, vermute ich. Wir können uns hier zum Beispiel erstmal unser Interface anpassen und dann einzelne Dinge hier anklicken. Zu den einzelnen Dingen bekommen wir dann hier Informationen. Natürlich können wir hier die Einstellungen auch bearbeiten. Gameplay, Abbildungsdistanz. Man kann da ranzoomen. Also das Ganze scheint mir insgesamt gesagt etwas zugänglicher zu sein wie der Unreal Editor, einfach weil man hier auch schon eine Menge Beispiele vorgegeben hat. Vom Unreal Editor war ich jetzt wirklich etwas überfordert von Anfang an. Das hier scheint mir etwas zugänglicher zu sein. Wie das hier im Einzelnen funktioniert, das dürft ihr selber rausfinden. Dazu gibt es im Internet, wie gesagt, eine Menge Hilfedateien und ähnliches. Ich wollte das Projekt nur mal kurz demonstrieren, einfach bei der Gelegenheit, wo ich den Unreal Editor hier noch installiert hatte. Wie gesagt, das eine setzt das andere voraus. Und ich muss ehrlich sagen, es ist schon relativ kompliziert. Man braucht dann offensichtlich auch noch weitere Programme, um hier sich wirklich vollumfänglich austoben zu können. Mir ist das hier zu kompliziert, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch ja interessant, was ich euch hier jetzt grob gezeigt habe in
dieser Viertelstunde. Das war es von meiner Seite her. Wie gesagt, das soll kein Tutorial sein. Ich wollte mir das Ganze einfach nur mal ansehen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar zu dem Thema, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.